So Leute, esse hier eine Paprika und ganz viel rohes Zeug habe ich jetzt gegessen, ganz viel Rohkost gerade, einfach so, weil ich Lust hatte, weil ich gerade nebenher gearbeitet habe. Ich saß hier schön auf dem Bett, habe was gelesen und habe Videos vorbereitet, Skripte geschrieben. Und wie geht's heute voran? Ich habe heute, ihr wart ja heute Morgen, war ich einkaufen, habt ihr was gesehen. Und was ich jetzt mache, ist ja, heute ist ein Pausetag. Was habe ich gegessen? Ich habe zum Beispiel hier die Apfelringe gegessen. Hab eine fette Lieferung von der Koro Drogerie bekommen. Falls ihr wissen wollt, was hier, zeige ich euch mal schnell, was ich alles bekommen habe. Acerola-Pulver werde ich austesten. Das Gerstengraspulver werde ich austesten. Und auch noch das Weizengraspulver werde ich austesten. Mal sehen. Ja, wird ja viel Schönes darüber berichtet. Habe auch Gutes darüber gelesen. Aber schauen wir dann mal in einem separaten Video, erkläre ich euch dann das alles. Aber was ich jetzt mache, ist, ich werde die Dinge ausprobieren. Als nächstes, was ich mache, ist, zeig's euch mal, was ich jetzt gemacht habe. Heute ist ja Pausetag, heute ist kein Training angesagt, sondern nur Arbeit. Hier, Süßkartoffeln, so ein Süßkartoffelchip habe ich mir. Schmeckt gut. Sehr schön. Den werde ich jetzt essen. Dann werde ich noch essen ein bisschen Rohkost. Wenn ich dann mir die ganze Rohkost reingezogen habe, werde ich mir wahrscheinlich nochmal Reis machen, weil ich heute einfach aggressiv fressen kann. Ihr wisst ja, 3 Monate, haben wir gesagt, ziehe ich die Transformation ultimativ durch. Und danach geht es sowieso immer weiter. Bei mir wisst ihr es ja. Schaut, ob ihr dabei sein wollt, ob ihr mitmacht. Mitmachen, sich verändern, sich seine, die härteste Transformation seines Lebens durchziehen. Aber auf alle Tipps haben. Wir sehen uns dann später, vielleicht beim Abendessen wahrscheinlich. Und wenn ich eben Bock habe, die Kamera rauszuholen. Also Leute, macht's gut. So, zeige ich euch mal, wie das aussieht, wenn ich hier so rumliege. Hier der Block. Mein netter Stift, den ich voll immer... Ich mache immer diese Dinger hier kaputt. Und dann habe ich noch... Hier habe ich mir Reis gemacht mit so einer Tomaten... Mit so einer würzigen Soße noch, die ich gemacht habe. Viel Kräuter, Gewürze rein. Dann passierte Tomaten, also selbst so Cherry-Tomaten genommen und die so ein bisschen zermanscht. So Knoblauchzehe und so ein Shit. Und halt den Reis halt dann angebraten mit Kokosöl. Dann habe ich hier nochmal, wie gesagt, die Dinger hier, die habe ich auch schon gegessen. Und ich habe die diesmal nicht so knusprig hinbekommen, weil ich sie früher rausgeholt habe, weil ich aggressiven Hunger habe. Und dann habe ich hier drin in meinem Shaker das Acerola-Pulver. Muss man schauen. Das war das Einzige, was ich mir gerade geben konnte, weil ich wusste, okay, ich brauche jetzt Flüssigkeit. Aber die anderen Sachen schmecken anscheinend nicht so besonders. Das habe ich gesagt, ah Gott, kein Bock. Acerola-Pulver. Und das habe ich mir reingezogen. Schmeckt ganz gut. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir sehen uns später. So, Leute. Oh. Ich war ein bisschen joggen. Bin gerade gekommen. Hier noch eine angebissene Gurke von mir, die ich jetzt essen werde. Und Möhren. Kleine Möhren. Gruß an Flair. Heute ist der, was ist heute, der zweite oder der dritte Tag? Ich weiß es nicht. Der zweite oder der dritte Tag und ich tue jetzt am besten mein Essen essen. Koche mir gerade noch mein Essen. War Cardio machen, setze mich hin, tue ein paar Videos schneiden, tue ein bisschen, ja, ein paar andere Sachen noch erledigen. Und heute wird Brust trainiert, aber ich kann nicht auf Tunnelblick heute Brust trainieren, weil ich erst so gegen 17 Uhr ins Gym gehe, so in 3 Stunden ungefähr, weil das wäre zu aggressiv und auch zu dumm, auf vollen Magen mir den Booster jetzt reinzuziehen. Ansonsten, ich glaube, ich mache es dann irgendwie das nächste Mal, wenn ich morgens ins Gym gehe, da finde ich es auch am besten. Ansonsten, bisher, man kann jetzt auch nicht sagen in 3 Tagen, wie es läuft, aber ich fühle mich gut. Ich habe jetzt auch vorgestern auch nur 4 Stunden Schlaf gehabt und fühle mich trotzdem noch ganz gut. Was ich mir allerdings reinziehen werde, ist, was ich mir reingezogen habe, war so Acerola-Pulver. Das schmeckt mir eigentlich ganz gut. Ich fühle mich ganz frisch danach und dann noch nach so 2 Zitronen morgens. Das finde ich ist ein ganz guter Tipp. Wir sehen uns dann im Gym. Vielleicht gehe ich mit ein paar Kumpels trainieren und denen mische ich dann irgendwie den Tunnelblick zusammen. Obwohl, je nachdem, ich schaue mal, ob die gegessen haben oder nicht. Und dann sehen wir uns. So, und jetzt hier im GA-String habe ich meine Greens im Griff. Ich liebe Gemüse. Hier seht ihr so eine kleine Gewürzsoße, die ich gemacht habe mit Kokosöl.
Bisschen Curry und so weiter. Schmeckt mir richtig gut, taugt mir sehr gut. Schaut immer, dass ihr sowas esst, einmal am Tag zumindest. Und dass ihr wirklich eure Mikronährstoffe im Griff habt, da, weil bei mir hat das echt den Riesenunterschied gemacht. Vor allem seitdem ich vegan bin. Also wir sehen uns dann beim Training.